Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und ich stehe wieder vom Agility Banner, vom AGL Banner, denn wir wissen ganz klar, LMA, Jin Vegeta ist hier drin und Mighty Mask. Ich habe mich eigentlich bis jetzt ganz gut gehalten. Ich wollte hier eigentlich nicht summonen, wenn ich ehrlich bin. Hört vielleicht verrückt an, aber ich konnte dem nicht widerstehen. Ich konnte dem nicht widerstehen, denn wenn die Chance da ist und ich irgendwo mal Jin Vegeta summonen kann, dann will ich es wirklich gerne versuchen, auch wenn wir wissen, dass der gefeaturete Banner im Juli kommen wird. Da zu den Dreijährigen werden ja die LR gefeatured sein, die alten LR, die erste Rotation, darunter auch mal Jin Vegeta. Aber ich konnte mich schwer halten, weil Shoutout an Rajit Uchiha und seinem Gem Shop, denn er hat mir die 1000 Stonestar gesponsert an der Stelle. Falls ihr euch fragt, bei ihm bestellt habt, in letzter Zeit ging da wirklich sehr viel los. Sie wollten ein bisschen umstellen am System. Und deswegen könnte es sein, dass ihr lange warten müsstet oder noch müsst. Beziehungsweise jetzt gehen die Prozesse wieder in Ordnung. Ich habe auch lange gewartet, letzte Woche. Aber kommt vor, damit ihr dann nur Bescheid wisst. Aber jetzt habe ich quasi die 1000 Stonestar. Deswegen Shoutout an ihn, an seinem Sponsor. Alle Links sind in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Und ich konnte nicht widerstehen. Dieser Banner ist noch 2 Tage da, aber jetzt sitze ich hier und ich dachte mir, ja, weißt du was, ich kann da vielleicht ein paar Elderkai mitnehmen und wer weiß, vielleicht jobbt da was. Also hier ist ein Deal. Ich brauche eigentlich nur 8 Elderkai für mein LR Mighty Mass. Deswegen machen wir auch VS4 Multisum. Wenn der letzte schlecht läuft oder je nachdem gut vom Gefühl her, hauen wir maximal 5 Multisum raus. Dann wären wir bei 57 Stones. Die will ich auf jeden Fall behalten. Ja, mindestens 500 will ich haben für LR Bojack. Deswegen, ich habe immer so ein Kribbeln, wenn dieser Banner online ist. Tun wir es. Wir tun es. Wir wissen, die Rates sind total gering. Ich würde keinem empfehlen, hier reinzugehen in den Banner. Ich gehe auch hauptsächlich rein. 4 Pots, um die Elderkai mitzunehmen. Aber wir haben ja eine Chance auf 2 Elder sind in dem Banner. Einen sehr geringen Rate bei 0,1% sogar. Also das ist gar nichts. Dennoch sind wir da und versuchen unser Glück. Und wir fangen an mit Thousere. Und okay, wer ist das? Tora. Ich dachte eher Thales. Super Saiyan Trunks Xeno, okay. Ich dachte eher, also 2 S haben wir schon mal, nicht schlecht. Ich dachte eher an Thales, weil Great Ape Thales habe ich so oft gezogen. Sobald ich einen Great Ape sehe im Agility-Banner, denke ich da sofort an Thales, aber an der Stelle war es Tora. Nehme ich an. By the way, hat der Thales sein Awakening bekommen, im japanischen Dokkan Battle heißt, mit seinem Awakening ist auf jeden Fall solide und der wird bei mir auch auf jeden Fall noch solide sein, ja. Der Dude ist bei mir SC10, alle Pfade sind geöffnet vom Agility Banner Summon. Ja, und jetzt sind wir wieder da, was soll ich sagen? Anyways, 2 ist ja schon mal nice, einer nicht gefeatured. Ich glaube, Xeno Trunks ist gefeatured, Tora an der Stelle nicht. Und wir wissen, wenn jedes Mal, wenn nicht gefeatured Charakter kommt, dann ist das die Chance auf LR Margin Vegeta oder Mighty Mask, ja. Mighty Mask ist auch in dem Banner, sollte man nicht vergessen. Und für Mighty Mask holen wir die Elderkai, deswegen 4 Multisum auf jeden Fall, weil er ist bei mir auf SC12. 1, 2, 3, 3 Pots. Er ist bei mir auf SC12 und pro Multisum gibt es 2 Elderkai. An sich werde ich oft gefragt, ey, wo lohnt es sich, beziehungsweise lohnt es sich ein Singsum zu machen oder Multisum. Von den Rates her ist das total gleich, da ändert sich gar nichts, aber wenn ihr natürlich einen Bonus habt von dem Multisum, wie beispielsweise hier bei dem Agility Banner, dass ihr dann Elderkai bekommt, 2 sogar. Da macht er natürlich den Multisum, ja. Oder wenn ein SR pro Multisum garantiert ist, dann macht er natürlich den Multisum an der Stelle. Anyways, ansonsten werden hier wirklich viele Charaktere kommen. Es sind nur Agility-Charaktere drin, deswegen werden wir auch hier nur Agility-Charaktere sehen in Max-Level. Es ist ein Agility-Max-Level-Banner. Und genau, deswegen sind hier auch natürlich Margetta. LR Margin Vegeta. Ich habe zum ersten Mal Margetta gesagt. Ich weiß, warum eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich das total komisch finde. Man lächeln kann, es ist er. anyways, genau. So. 1, 2, 2 Pots. Wir gehen mit den Pots immer weiter runter. Mit den Pots gehen wir immer weiter runter. Wir haben angefangen mit 4, 3, jetzt 2. Wenn der letzte ein Pot wird, beziehungsweise halt, wenn der vierte Mutlis am ein Pot ist und dann der fünfte vielleicht schauen wir mal kein Pot. Das wäre ja witzig. Das wäre ja legit witzig. Krillin, Mercenary Down. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr dann nichts verpasst.
Aber ich glaube, in diesem Multisum verpassen wir auch nichts, weil hier, glaube ich, kein Esser droppen wird. Ja, wir haben zwei Esser gezogen pro Multisum, dann dachte sich das Game, okay, Alter, mach mal halblang, jetzt gibt's für dich nichts mehr. Ja. So, drei Multisum mit uns. Geh. Drei Multisum haben wir, oder? Drei, let's go. Ja, wir kommen jetzt zum vierten, let's go. Vierter Multisum, wenn er wirklich so schlecht wieder läuft, dann machen wir auf jeden Fall noch einen fünften. Hercule to the Right, okay, es war kein Pot, aber es war Hercule to the Right. Na, ob so viel besser ist, Hercule to the Right, schauen wir mal. Mit Hercule to the Left ist er ein bisschen mehr dabei, sage ich mal, erfahrungstechnisch, aber Hercule to the Right bringt uns Hercule to the Right das Glück. Super Saiyan Bardock, by the way, diesen Bardock, wenn ihr ihn zieht aus Bardock, behaltet ihn, denn er wird in Zukunft zum Super Saiyan 3 Bardock erweckbar sein. Heißt, holt ihn euch, bringt ihn auf SA10. Und, genau, und dann, wenn das Super Saiyan 3 Bardock Event auf Glow bekommt, könnt ihr ihn da auch an der Stelle auch awaken. Also, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass auch SSR los ist und da seht ihr schon, was man von den Bannern halten sollte. Ja, es ist legit SSR los. Ich weiß, in Global habe ich überhaupt kein Glück. In Global habe ich überhaupt kein Glück, was Summon gerade angeht in letzter Zeit. Deswegen haben wir noch den letzten Multisum raus. Wir haben unsere Elder Kai, aber ich habe gesagt, wenn es. Da ist noch unser Einpot. Wenn es nicht gut läuft, dann haben wir noch auf jeden Fall Multisum raus. Und an der Stelle ist es hier der fünfte. Wir gehen Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, ein schöner Pot. Ist das der Pot, an dem Majin Vegeta landen wird? Nö, definitiv nicht. Ich hoffe zumindest mal auf ein SSR. Weil wir gingen gerade wirklich sehr gut SSR los aus. Komm schon, ein SSR. Bitte gib mir nicht so viele Dead Multis. Das erträgt mein Herz nicht. Gib uns hier ein SSR und wir können legit schön schlafen gehen. GG. Genau deswegen solltet ihr euch von solchen Bannern fernhalten, Leute. Zwei SSR aus fünf ganzen Multisummen. Genau deswegen wusste ich, warum ich nicht gesummt habe in letzter Zeit. Anyways, Leute, wenn euch das Video dennoch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.